Ein Muslim, ein gläubiger Muslim, hat Angst davor, ein Heuchler zu sein. Denn die Heuchler, wie wir wissen, sind im tiefsten Punkt in der Hölle, wie Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat über sie. Er sagte, dass die Heuchler im tiefsten Punkt der Hölle sind. Und dass sie Leute sind, die Allah wenig gedenken. Dass sie Leute sind, die faul sind. Und dass sie Leute sind, die nicht spenden. Alles Eigenschaften der Heuchler. Und der Gläubige, wie gesagt, hat Angst davor, ein Heuchler zu sein. Wie zum Beispiel Umar al-Khattab, radiallahu anhu, der Angst hatte, ein Heuchler zu sein. Und deswegen hat er Hudhayfa ibn al-Yaman immer wieder gefragt, ob er in der Liste sei der Heuchler. Weil Hudhayfa ibn al-Yaman kannte die Namen der Heuchler in der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Umar al-Khattab hat nach dem Ableben des Propheten sallallahu alaihi wasallam Hudhayfa gefragt, immer wieder, ja Hudhayfa, bin ich auch in dieser Liste? Wurde ich auch als Heuchler erwähnt? Und wir reden hier von keinem anderen außer Umar al-Khattab, radiallahu anhu, al-Faruq, der zweitbeste Mensch nach dem Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Der Mann, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn es einen Propheten nach mir geben würde, so wäre es Umar al-Khattab. Das ist der Mann, wo der Prophet aus ihm gesagt hat, wenn Umar al-Khattab auf einer Straße geht, so wechselt der Shaitan die Straße. Ein Mann, vor dem der Shaitan Angst hatte. Ein großartiger Mann. Einer, dem der Prophet aus ihm das Paradies versprochen hat. Dieser Mann mit so einem Glauben hatte Angst, dass er ein Heuchler ist. Deswegen sollten wir auch Angst haben, Heuchler zu sein. Wir sollten nicht uns sicher davor fühlen, dass wir keine Heuchler sind. Vielmehr sollten wir Angst davor haben, Heuchler zu sein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren.